Ich bin hier, um den Rat der Meister zu repräsentieren, sagte Tempelmeister Lamy. Verzeih, dass wir dich nicht in einem zuträglicheren Umfeld auf Titan willkommen heißen. Doch die Umstände erfordern, dass dieses Treffen geheim bleibt. Das lange weiße Haar des Taliden glänzte im künstlichen Licht des Raumes. Lannery freute sich, den alten und weisen Meister wiederzusehen. Es ist schön, wieder hier zu sein, sagte sie und verbeugte sich. Bitte, bitte. Lamy wies auf einen Platz und Lannery setzte sich ihm und den übrigen 5 Städtermeistern gegenüber hin. Das Wohnquartier dieses Friedenshüters war so umgebaut worden, dass es einem kreisrunden Tisch mit 8 Sitzgelegenheiten herum Platz bot und nicht viel mehr. Lannery bedachte Lamy, Dan Powell und den Katar Tim Haddock mit einem stummen Nicken zur Begrüßung, doch die anderen 3 kannte sie nicht. Wie es schien, hatte sich in der Zeit, in der sie fortgewesen war, einiges geändert, vor allem im Hinblick auf die Ernennung zum Meister. »Rangerin Brooke«, sagte Meisterin Dan Powell lächelnd, »es ist wunderbar, dich endlich in Fleisch und Blut wiederzusehen.« Sie war eine Meisterin von Anil Kesh, dem Jedi-Tempel der Wissenschaft, und während Lannerys Ausbildung hier hatte sich zwischen ihr und Dan Powell ein enges Band entwickelt. Mehr als alle anderen hatte Dan Powell ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen, dass Lannery eines Tages eine großartige Jedi sein würde. Ebenso war es Dan Powell gewesen, die die Bereiche des Machtnutzens erkannt und gefördert hatte, für die Lannery das meiste Talent besaß. Metallurgie, Elementarmanipulation, Alchemie. »Gleichfalls, Meisterin Dan Powell«, entgegnete Lannery. »Wie gehen deine Studien voran?« »Sie machen Fortschritte«, sagte Lannery. In ihrem Friedenshüterschiff gab es ein Versteck mit einem Behältnis, in dem sie ein überaus persönliches Experiment durchführte, an dem sie manchmal viele Stunden am Stück arbeitete. Zuweilen schienen ihre alchemistischen Fähigkeiten zwar nach wie vor allenfalls rudimentär zu sein, doch das damit einhergehende Gefühl der Macht und das Bewusstsein, tatsächlich etwas zu leisten, waren beinahe süchtig machend. »Du bist eine talentierte Jedi«, sagte Meister Tim Haddock. »Ich kann spüren, wie deine Erfahrung und Kraft im Laufe der Jahre gewachsen sind.« Das Durastal-Schwert, das an Lannerys Seite hing, stammte aus den Händen dieses meisterhaften Waffenschmieds. Die Klinge hat ihr schon viele Male das Leben gerettet und bei anderen Gelegenheiten Leben genommen. Sie war ihr dritter Arm, ein Teil von ihr. In den 4 Jahren, seit sie Titan verlassen hatte, war die Waffe nie weiter als eine Armlänge entfernt gewesen und auch jetzt fühlte sie sie, kühl und solide, geschärft durch die Gegenwart ihres Schöpfers. »Ich ehre die Macht, so gut es mir möglich ist«, entgegnete Lannery. »Ich bin das Mysterium der Dunkelheit, im Gleichgewicht mit Chaos und Harmonie.« Sie lächelte, als sie die Zeile aus dem Jedi-Schwur rezitierte und einige der Meister erwiderten ihr Lächeln. Einige von ihnen, die 3, die sie nicht kannte, blieben ausdruckslos und streckten behutsam ihre Machtsinne aus, obschon sie wusste, dass sie damit eine Zurechtweisung riskierte, jedoch außerstande, ihre alte Gewohnheit abzulegen. Sie zog es seit jeher vor, zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte. Und da sie sich ihr nicht vorgestellt hatten, hielt sie es nur für fair. Sie verschlossen sich ihr, und einer von ihnen, ein Wookie, stieß ein dumpfes Knurren aus, das tief aus seiner Kehle drang. »In deinen 4 Jahren als Rangerin hast du den Jedi und Titan gute Dienste geleistet«, sagte Lamy. »Und jetzt, wo du vor uns sitzt, muss dir klar sein, dass wir dir nichts Böses wollen. Mir ist bewusst, dass diese Zusammenkunft dir seltsam vorkommen muss und dass es entmutigend sein kann, sich uns gegenüber zu sehen, vielleicht sogar einschüchternd. Doch es besteht kein Anlass, die Privatsphäre anderer Anwesender zu verletzen, Lannery. Besonders nicht die eines Meisters. Nicht der geringste Anlass.« »Verzeiht mir, Meister Lamy«, sagte Lannery und wand sich innerlich. »Du warst vielleicht einige Zeit lang draußen in der Wildnis«, schalt sie sich. »Doch jetzt gilt es, der Förmlichkeit der Jedi Genüge zu tun.« Der Wookie lachte. »Ich bin Xiang«, sagte eine der Fremden, eine Frau, die der Sith-Spezies angehörte. »Dein Vater hat mich unterwiesen und jetzt lehre ich unter ihm im Bodhi-Tempel. Er ist ein weiser Mann und versiert im Umgang mit Zaubertricks.« Ein Moment lang spürte Lannery eine Flut an Emotionen, die sie überraschte. Sie entsann sich von damals an die Tricks ihres Vaters, als sie und Dell Kinder waren, wie er Sachen mitten aus der Luft fischte und das eine in etwas anderes verwandelte. Seinerzeit hielt sie ihn einfach für einen meisterhaften Machtnutzer, doch er hatte ihr erklärt, dass zu gewissen Dingen nicht einmal die Macht imstande wäre. »Tricks«, hatte er gesagt. »Ich halte lediglich deine Sinne zum Narren, ohne sie mit meinen eigenen zu beeinflussen.« »Und wie geht es ihm?«, fragte Lannery. »Bestens«, antwortete Xiang, deren rote Haut sich zu einem Lächeln verzog. »Deine Mutter und er übermitteln ihre besten Wünsche.
Eigentlich hatten sie gehofft, du würdest sie besuchen, doch in Anbetracht der Umstände haben sie Verständnis dafür, dass das schwierig werde. In Anbetracht der Umstände? Xiang warf Lamy einen Seitenblick zu und richtete die Aufmerksamkeit dann wieder auf Lannery. Als sie erneut das Wort ergriff, tat sie dies jedoch nicht, um ihre Frage zu beantworten. Wir haben eine Mission für dich. Sie ist heikel und extrem wichtig. Lannery spürte eine Veränderung in der Atmosphäre des Raums. Einige Sekunden lang saßen sie fast in völliger Stille da. Tempelmeister Lamy, 5 weitere Jedi-Meister und sie selbst. Der Luftaufbereiter brummte und durch den Stuhl konnte sie das dumpfe, hartnäckige Vibrieren der Energiequelle des Friedenshüters fühlen. Ihr eigener Atem klang laut in ihren Ohren. Ihr Herz klopfte heftig. Die Macht floss durch sie hindurch und um sie herum. Und sie spürte instinktiv, dass die Historie in diesem Moment an einem Scheideweg stand. Ihre eigene Historie und Geschichte und auch die der Jedi-Zivilisation. Irgendetwas Bedeutendes stand bevor. Warum habt ihr mich dafür ausgewählt? Fragte sie leise. Es gibt viele andere Ranger, überall im System. Viele davon viel näher als ich. Ich habe 19 Tage gebraucht, um von Aubrey hierher zu kommen. Aus 2 Gründen, sagte Xiang. Erstens, du bist für die erforderlichen Nachforschungen besonders gut geeignet. Während deiner Zeit auf Kalimar hast du das Sang-Leiden-Abkommen vermittelt und dabei deine Feinfühligkeit im Umgang mit den Bewohnern besiedelter Welten unter Beweis gestellt. Dein Handeln auf Nox rettete zahlreiche Leben. Und durch dein erfolgreiches Eingreifen bei den Wookiee-Landkriegen auf Skagora wurde vermutlich ein Bürgerkrieg abgewendet. Naja, als erfolgreich kann man das wohl kaum bezeichnen, meinte Lannery. Die Toten waren bedauerlich, sagte Lamy. Doch nur so ließen sich unzählige weitere verhindern. Lannery dachte an die riesigen, lichterloh in Flammen stehenden Gipfelbäume, an unzählige brennende Blätter, die in den heftigen Böen wirbelten, die den Dschungel dort manchmal auffüllten, an das Geräusch, mit dem jahrtausende alte Baumstämme in dem gewaltigen Feuersturm barsten und zersplitterten, und an die Schreie sterbender Wookies. Und sie dachte an die eigenen Finger am Abzug ihrer Laserkanonen, erhoben und dennoch mehr als bereit, erneut zu feuern. Es galt sie oder ich, dachte sie, wann immer sie der Traum heimsuchte. Und sie wusste, dass das die Wahrheit war. Sie hatte alles andere versucht, alles. Doch letzten Endes wich die Diplomatie dem Blut. Dennoch war die Macht in ihr jedes Mal, wenn sie träumte, in hellem Aufruhr. Die helle und die dunkle Seite wetteiferten um die Vorherrschaft. Die helle Seite quälte sie mit diesen Erinnerungen. Die dunkle Seite raunte, sie solle das Ganze nicht so schwer nehmen. Du hast 10.000 in das Leben gerettet, sagte Xiang. Vielleicht noch mehr. Der Wookiee-Kriegsjäger Kanna musste aufgehalten werden. Ich wünschte bloß, er hätte nicht bis zum bitteren Ende gekämpft. Lannery warf dem Wookiee-Meister einen raschen Blick zu und er nickte langsam, ohne den Blick von ihr abzuwenden. Er hatte enormen Stolz und war ob seiner Trauer gefasst. Er sprach von 2 Gründen, fuhr Lannery fort. Ja. Mit einem Mal schien Xiang unbehaglich zumute zu sein und sie rutschte hin und her. Vielleicht sollte ich dir zunächst die übrigen Informationen geben, sagte Lamy. Kommen wir zunächst zu deiner Mission, zu der Gefahr, die sich gegen die Jedi oder vielleicht sogar gegen Titan selbst richtet. Wenn du diese Dinge erst weißt, wirst du auch verstehen, warum wir dich ausgesucht haben. Natürlich, sagte Lannery. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein, und ich bin begierig darauf, alles zu erfahren. Jede Gefahr für Titan ist eine Gefahr für alles, was ich liebe. Für alles, das wir alle lieben, sagte Lamy. 10.000 Jahre lang haben wir die Macht studiert und unsere Gesellschaft mit ihr und um sie herum entwickelt. Kriege und Konflikte kamen und gingen. Wir streben danach, Dunkelheit und Licht, Bogan und Ashla auf ewig im Gleichgewicht zu halten. Doch jetzt... Jetzt gibt es da etwas, das uns alle zerstören könnte. Einen Mann und seine Träume. Seine Träume davon, das Titan-System zu verlassen und durch die Galaxis zu reisen. Natürlich haben viele Leute dieses Verlangen, das ich im Grunde sogar verstehe. Wie sesshaft wir in diesem System auch immer sein mögen, so weiß sie doch jedes gebildete Wesen, dass unsere Geschichte dort draußen liegt, jenseits von allem, das wir wissen und begreifen. Dieser Mann jedoch ist entschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen, um sein Ziel zu erreichen. Was für einen Weg? Fragte Lannery. Die Haut kribbelt ihr verfurcht. Ein Hypertor, sagte Lamy. Aber auf Titan gibt es kein Hypertor, erwiderte Lannery.
Lediglich Geschichten über eins, in den Tiefen der alten Stadt. Doch diese Geschichten sind eben auch nichts weiter als das. Geschichten. Geschichten, wiederholte Lamy mit schweren Augen. Sein Bart hing schlaff herab, als er den Kopf senkte. Doch es gibt Leute, die einer Geschichte mit allen Mitteln auf den Grund zu gehen versuchen, damit sie Wirklichkeit wird. Uns liegen Informationen vor, dass dieser Mann genau das tut. Er glaubt, dass tief unter den Ruinen der alten Stadt auf dem Kontinent Hals ein Hypertor existiert. Und er hat vor, es zu aktivieren. Wie? Fragte sie. Mit einem bestimmten Gerät, erklärte Lamy. Über seine Herkunft und Bauweise wissen wir nichts. Allerdings berichten unsere Quellen, dass es von dunkler, mit arkanen Mitteln nutzbar gemachter Materie angetrieben wird. Verboten, gefürchtet, das gefährlichste Element, das uns bekannt ist. Kein Jedi würde es jemals wagen, auch nur den Versuch zu unternehmen, diese Kraft einzufangen oder zu erschaffen. Aber wenn es kein Hypertor gibt... Geschichten, wiederholte Lamy. Er jagt einer Legende nach. Doch, ob das Tor nun existiert oder nicht, ist irrelevant. Die wahre Gefahr geht von der dunklen Materie aus, die er dazu benutzen will, das vermeintliche Tor zum Laufen zu bringen. Das könnte... Er brach ab und blickte zur Seite. Das könnte Titan zerstören, sagte Dan Powell. Dunkle Materie normaler Materie auszusetzen, könnte eine katastrophale Kettenreaktion auslösen. Dadurch entstünde ein schwarzes Loch, das Titan im Handumdrehen verschlingen würde und den Rest des Systems gleich mit. Und was, wenn es tatsächlich ein Hypertor gibt und es funktioniert? Ein Moment lang herrschte Schweigen. Dann meldete sich einer der drei Meister zu Wort, die sie nicht kannte. Eine Frau. Es war das Erste und das Letzte, das sie während dieses Treffens sagte. In diesem Fall wäre die Gefahr für die Jedi eine vollkommen andere, jedoch nicht weniger ernste. Jetzt erkennst du vielleicht die schreckliche Bedrohung, mit der wir uns konfrontiert sehen, sagte Lamy. Bloß ein Mann. Macht ihn einfach dingfest. Wir wissen nicht, wo er ist. Wir wissen nicht einmal, auf welchem Planeten er sich befindet. Sind die begrenzten Informationen, die ihr habt, zuverlässig? Fragte Lannery, obwohl sie die Antwort bereits darauf kannte. Andernfalls hätte eine solche Zusammenkunft von Jedi-Meistern, um die Angelegenheit zu besprechen, niemals stattgefunden. Wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, sagte Lamy, und jeden Grund auf der Hut zu sein. Falls sich dann herausstellt, dass die Gefahr doch nicht so ernst ist, wie es auf den ersten Blick erscheint, ist das eine gute Sache. Dann ist alles, was wir dadurch verlieren, etwas Zeit. Aber das Hypertor, wandte Lannery ein. Bewacht es, sichert es. Lamy beugte sich über den Tisch nach vorn. Mit einem Blinzeln schottete er die Kabine ab. Der Luftaufbereiter verstummte, die Tür schlug zu und verriegelte sich. Das Hypertor ist eine Legende, sagte er. Das ist alles. Lannery nickte, doch ebenso wusste sie, dass eine derartige Vorsicht und solche Sicherheitsmaßnahmen, wie sie hier getroffen wurden, sicherlich nicht nötig gewesen wären, wenn das Ganze wirklich bloß eine Geschichte wäre. Darum kümmere ich mich später, dachte sie, ihre Gedanken vor den anderen abgeschirmt. Kommen wir jetzt dazu, warum wir dich für die Mission ausgewählt haben, sagte Xian. Der Mann, um den es geht, ist Dalian Brook, dein Bruder. Lannery wankte. Sie litt nie an Weltraumübelkeit. Die Macht festigte sie, genau wie alle Jedi. Doch jetzt schien sie zu schwanken, obwohl sie sich gar nicht rührte. Schwindel überkam sie, obgleich der Friedenshüter so reglos verharrte wie der Boden unter ihren Füßen. Unmöglich, sagte sie mit finsterer Miene. Dalian ist vor 9 Jahren umgekommen. Du hast keine Leiche gefunden, entgegnete Xiang. Aber seine Kleidung, zerfetzt, blutig. Wir haben keinen Grund, an unseren Quellen zu zweifeln, sagte Lamy. Und ich habe keinen Grund, ihnen Glauben zu schenken, erwiderte Lannery. Schweigen senkte sich über den Raum, angespannte Stille. Dein Grund, es zu glauben, ist, dass wir es dir befehlen, erklärte Lamy. Dein Grund ist auch nur das geringste Maß an Zweifel, das bezüglich des Todes deines Bruders besteht. Dein Grund, dass er eine Bedrohung für Titan darstellen könnte, wenn unsere Informationen stimmen und er noch am Leben ist. Dein Bruder könnte alles zerstören, was du liebst. Er ist geflohen. Ich fand seine Kleidung weit, weit unten in den Tiefen der alten Stadt. Siehst du,
fragte Lamy, als würde er Lennerys Gedanken lesen. Vermutlich hatte er das tatsächlich, aber Lennery stellte ihn deswegen nicht zur Rede. Immerhin war er ein Tempelmeister und sie bloß eine Rangerin. So verwirrt wie sie war, konnte sie ohnehin nicht verhindern, dass ihre Gedanken sie verrieten. »Er hat stets zu den Sternen aufgeschaut«, sagte sie leise. »Uns sind Gerüchte über eine gewisse Organisation zu Ohren gekommen, über eine lose Vereinigung von Leuten, die sich selbst die Sternseher nennen.« »Ja«, sagte Lennery, die sich entsann, dass ihr kleiner Bruder seinen Blick stets in die Weiten des Alls hinausgerichtet hatte, während sie eher nach innen schaute, in sich hinein. »Finde deinen Bruder«, sagte Lamy. »Bring ihn nach Titan zurück. Bereite seinen törichten Plänen ein Ende.« »Er wird nicht mit zurückkommen«, meinte Lennery. »Wenn er es wirklich ist, wird er nach so langer Zeit niemals freiwillig hier zurückkehren. Als er starb, war er noch so jung. Doch schon damals fing er an, die Jedi zu hassen«, beendete Xiang den Satz für sie. »Umso mehr ein Grund dafür, ihn zu uns zurückzubringen. Und wenn er sich weigert?« »Du bist eine Jedi-Rangerin«, sagte Lamy. In gewisser Weise, wusste Lennery, war das Antwort genug. »Ich brauche sämtliche Informationen, die ihr habt.« »Alles Relevante wurde bereits auf den Computer deines Schiffs geladen.« Lennery nickte, nicht überrascht von ihrem Übereifer. Sie wussten genau, dass sie nicht ablehnen konnte. »Dies ist eine verdeckte Operation«, erklärte Xiang. »Die Gerüchte über das Hypertor halten sich hartnäckig. Doch das Wissen, dass jemand versucht, es zu aktivieren, könnte eine Panik auslösen. Zwar könnten wir ein wesentlich größeres Team gegen Dalin ins Feld führen, doch das würde das Risiko erhöhen, Aufmerksamkeit zu erregen.« »Und das ist noch nicht alles«, sagte Lamy. »Ihr wollt nicht, dass andere Leute ihn in seiner Sache unterstützen«, mutmaßte Lennery. »Sollte die Kunde davon, was er vorhat, die Runde machen, könnten noch viele andere versuchen, das Tor zu initiieren. Mit noch mehr Geräten und noch mehr dunkler Materie.« Lamy lächelte und nickte. »Du bist scharfsinnig und klug, Lennery. Die Gefahr ist ernst. Wir verlassen uns auf dich.« »Schmeichelt ihr mir etwa, Meister?«, fragte Lennery mit lockerem Tonfall. Gelächter klang von den versammelten Jedi. »Nein«, sagte Lamy, »das ist mein voller Ernst.« Dann wurde auch seine Miene wieder ernst, und das war eine wahre Schande. Und zu lächeln stand ihm gut. »Wie immer werde ich mein Bestes tun«, versprach Lennery. »Möge die Macht mit dir sein«, sagte Lamy. Lennery stand auf, verneigte sich, und als sie sich der geschlossenen Tür näherte, öffnete Lamy sie mit einer kurzen Handbewegung. Unmittelbar vor dem Hinausgehen blieb sie stehen und drehte sich noch einmal um. »Meisterin Xiang, bitte richtet meiner Mutter und meinem Vater aus, dass ich sie liebe. Sagt ihnen, dass wir uns bald wiedersehen.« Xiang nickte lächelnd. Als Lennery den Raum verließ, konnte sie die Hand ihres Bruders beinahe in ihrer eigenen fühlen. Auf dem Rückweg zum Friedenshüter tobte in Lennery ein Aufruhr von Emotionen, unter denen eine Erkenntnis brodelte, die sie nicht weiter überraschte. Sie war froh, dass Dan noch lebte. Und das wusste sie, war auch der Grund, warum man sie für diese Mission ausgewählt hatte. Gewiss, sie hatte in der Vergangenheit einiges erreicht, und obgleich sie erst Mitte 20 war, hatte sie den Jedi bereits gute Dienste geleistet. Ihre Verbundenheit zur Macht, wie auch ihr Vertrauen in ihre Ziele und Ansichten der Jedi, waren nicht zu leugnen. Allerdings könnte sich ihre persönliche Verstrickung in die Angelegenheit als ihr größter Pluspunkt erweisen. Da es ihr einmal nicht gelungen war, ihrem Bruder das Leben zu retten, würde sie ihn nicht wieder gehen lassen. Sie würde alles tun, was in ihrer Macht stand, um Dell zu retten. Vor drohender Gefahr, genau wie vor dem Verderben. Und diese Entschlossenheit würde ihr bei dieser Mission sehr zugutekommen. Allerdings wusste sie auch, dass diese Entschlossenheit ihren Auftrag ebenso gut kompromittieren konnte. Sie atmete tief durch und beruhigte sich, in dem Wissen, dass sie ihre Gefühle im Zaum halten musste. Zwei junge Jedi-Schüler gingen an ihr vorbei. Ein Junge und ein Mädchen, bei denen es sich gut um Bruder und Schwester handeln konnte. Und einen flüchtigen Moment lang fühlte sie sich an Dell und sich selbst erinnert. Die beiden verbeugten sich respektvoll, was sie mit einem Nicken quittierte. Sie sah die Hochachtung in ihren Augen und vielleicht auch einen Anflug von Ehrfurcht. Lennery trug eine lockere Hose, ein Wickelhemd, eine Schimmerseidejacke, Lederstiefel und einen Ausrüstungsgürtel. Ihre fließenden roten Schals stammten aus einem der besten Bekleidungsgeschäfte auf Kalimar. Die silbernen Armreifen am linken Handgelenk zierten kostbare Steine aus den tiefen Minen von Skagora, ein Geschenk der Wookiee-Familie, mit der sie sich während ihrer Zeit dort angefreundet hatte.
Ihr Schwert steckte in einer Lederscheide, das aus der hellgrünen Haut einer Greichechse von einem der drei Monde von Obri gefertigt war. Rechnete man dieser exotischen Ausstattung noch ihre 1,80 Meter, die durchdringenden grauen Augen und das lange rotbraune Haar hinzu, das von einem Dutzend Metallklammern im Zaum gehalten wurde, war sogar Lennery selbst klar, dass sie eine beeindruckende Gestalt abgab. »Arrangerin«, sagte das junge Mädchen. Lennery hielt inne und als sie sich umdrehte, sah sie, dass die beiden Kinder ebenfalls stehen geblieben waren. Sie sahen sie an, doch in ihren Blicken lag mehr als Faszination. Sie hatten eine Aufgabe zu erledigen. »Kinder«, sagte Lennery und hob eine Augenbraue. Das Mädchen trat vor, eine Hand in der Tasche ihrer Webhose. Lennery konnte die Macht spüren, die stark in den beiden war, und ihre Bewegungen bargen eine Selbstsicherheit, die sie mit Schwermut erfüllte. Bei Dell und ihr war alles so anders gewesen. Er hatte die Macht nie verstanden, und während sie zusammen aufwuchsen, verwandelte sich diese Verwirrung in Ablehnung, in wachsenden Hass und dann in etwas noch viel Schlimmeres. »Meisterin Dan Paul bat darum, dass ich euch das gebe«, sagte das Mädchen. Sie hielt ihr eine kleine Nachrichtenkapsel von der Größe ihres Daumens hin. »Sie sagte, die Botschaft sei allein für euch bestimmt.« Eine Privatnachricht von Meisterin Dan Paul, jenseits der Augen und Ohren der übrigen Jedi. Das war überraschend. Lennery nahm die Kapsel entgegen und steckte sie ein. »Vielen Dank«, sagte sie. »Wie heißt ihr?« Der Junge und das Mädchen eilten jedoch bereits in Richtung von Lamis Friedenshüter davon. Eine sanfte Brise zerwuschelte ihr Haar. Die Triebwerke des Schiffes fuhren bereits hoch und Eisenhower stand am Fuß der Einstiegsrampe. Der Droide klackerte und ratterte, als Lennery näher kam. »Alles in Ordnung«, fragte sie gedankenverloren, und der Droide bestätigte dies knapp. An der Rampe blieb Lennery stehen und schaute sich um. Die Friedenshüter der Meister und mehrere kleinere Begleitschiffe hoben bereits ab. Und weiter entfernt trollten bloß noch die Hügel und die uralten Maniere, die vor unzähligen Jahrtausenden zu Ehren längst vergessener Götter dort aufgestellt worden waren. Das Gefühl, beobachtet zu werden, kam von anderswo, von den Jedi-Meistern. Sie warteten darauf, dass sie aufbrach. »Also gut«, sagte Lennery und marschierte die Rampe in die beruhigende, vertraute Enge des eigenen Schiffes hinauf. Doch sie war abgelenkt. Kaum auf Titan angekommen, ließ die Aussicht auf Dales rätselhaftes Überleben auch ihre beunruhigenden Erinnerungen an ihn wieder auferstehen.